Drunken Elk, Alec Rock, Bad Lost Bubble. Das sind nur ein paar fantastische Namen der insgesamt 25 bunten Seifenkisten, die in Leonberg zum ersten Seifenkistenrennen gestartet sind. Der Rote Baron zum Beispiel stellt einen historischen Bezug zu einem deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg her. Just don't get in her way. Während das Flintmobil von Fred Feuerstein uns augenzwinkernd an die Steinzeit erinnern soll. Persönlich sammle ich auch Seifenkisten, habe momentan einen Bestand von ca. 30 Stück. Und für das heutige Rennen haben wir insgesamt 2 Stück mal mitgebracht von unseren ganz schönen Kisten. Julian und sein Co-Pilot Fabian sind schon ganz aufgeregt vor dem Start zum Rennen. Also wir wollen hier, weil wir haben uns jetzt so viel Mühe gegeben, wir wollen jetzt auch was mit dem Elecroc erreichen. Ja. Und die Idee haben wir aus dem Deutschunterricht. Yannick, der mit Bad Lost Bubble startet, erzählt stolz vom Wiederaufbau seiner Seifenkiste. Vor 40 Jahren wurde die zusammengebaut und wir haben das jetzt wieder aufgebaut, die Bremse erneuert, die Lenkung neu aufgebaut, neue Umlenkrollen eingebaut und neu angestrichen. Übrigens, der älteste Teilnehmer des Rennens mit 71 Jahren ist Franz Ali aus Kirchberg. Und da habe ich 2 Monate ungefähr an dem Boot. So fürs Fahrzeug selber, viel Vierradlenkung, Scheibenbremse, Hupe, Tachometer, Blinker, 4 Blinker drin. Bei strahlendem Sonnenschein und begleitet vom Applaus der begeisterten Zuschauer rollen die bunten Kisten die Berliner Straße hinab. Bei der Gesamtbewertung kommt es nicht allein auf die Geschwindigkeit an. Vielmehr zählt die pfiffige Gesamtidee, die Konstruktion des Gefährts sowie das Kostüm des Fahrers und die passende Musik dazu. Ich fand es einfach super, weil ich war so aufgeregt und eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ich fand es richtig cool. Also die Arbeit hat sich auch gelohnt. Wir haben, glaube ich, 16 Punkte und ich finde es einfach toll.